Hi Leute, Jerry hier mit einer weiteren Folge von Young Souls und einer ganz kurzen Ankündigung. Dieses Let's Play wird fortgesetzt, ist ganz klar, aber es wird nicht täglich eine neue Folge geben. Ich versuche aber alle 2 Tage eine neue Folge rauszubringen. Es ist einfach ziemlich viel gerade mit Elden Ring und mit den Streams und mit der Arbeit. Und ich will das Spiel nicht rushen und ich will mich nicht gezwungen fühlen, es zu spielen, weil dafür finde ich es einfach zu gut. Aber ich will's spielen, ich habe nur einfach nicht genug Zeit. Deswegen, es wird kommen, nach und nach. Falls man eine Folge aussetzen muss, dann müsst ihr mir das bitte verzeihen. Aber ich versuche mich so gut wie möglich an meine alle 2 Tage dann zu halten. Weil sonst wäre es ja auch irgendwie Quatsch. Okay, und jetzt los zum Spiel. Wir müssen Goblins verprügeln, um irgendwas zu erhalten. Ich hab schon wieder vergessen, was. Und wir sind ultra langsam. Aber ich habe gerade gelernt, wir können kontern. Indem wir in die Richtung gucken und dann... Aua, uns treffen lassen. Und dann können wir ihn nehmen und BAM! Und dann können wir ihn weiter schlagen. Und dann vielleicht noch aufladen. Wir haben noch keine bessere Waffe. Aber wir haben das erste Mal Goodies gefunden. Goodies gedroppt, meine ich natürlich. Wie zum Beispiel diese Kiste hier, die ich irgendwie aufmachen muss. Das ist Lootboxen. Oh nein. Das ist das Game von Ubisoft. Ich muss jetzt erstmal einen Zwacken reinschmeißen. Niedriges Mana. Wir haben niedriges Mana, aber wir haben halt auch echt keine Zauber. Vielleicht ist das eher das Problem. Wir kriegen unsere ersten paar Münzen. Damit können wir uns bestimmt irgendwann was kaufen. Wir wechseln mal kurz auf sie, um diese Kiste nehmen zu können. Und da ist ein Rumsäbel des Reisenden drin, der 12 Angriffe hat und ein Mana? Fragezeichen. Langsame Angriffe. Angriffe sind langsamer, okay. Ich kann mir irgendwas anzeigen lassen. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Und ich kann es nehmen. Jetzt kann ich aber auch sie neu equippen, oder? Scheinbar. Ich glaube, der Krummsäbel würde dann eher zu ihm passen. Oh ja, der Damage ist ja insane. Und es geht eher in Richtung langsam. Das heißt, es würde schon gut zu ihm passen. Dann mache ich ihn zu dem super slowen Dude, der alles tanken kann. Und sie darf dann alles wegspeeden. Ich glaube, das ist ganz gut. Ein Stein. Ein gewöhnlicher Goblinstein. Okay. Vielleicht gibt es ja Crafting. Oder wir können den einfach verkaufen. Vielleicht dann getrost. Oder dass wir uns darüber Sorgen machen müssen. Was ist denn das? Ein edler Rubin. Ein glänzender Rubin, den man in den Gefängnissen und versunkenen Höhlen findet. Oh, Baby. Wir können grinden. Nice. Eine normale Ratte, die kann ich schnell mit ihr totschlagen. Wir wollen sie ja jetzt erstmal benutzen, um zu scouten. Und wenn dann irgendwelche Gegner kommen, kommt er raus, weil er kann wesentlich mehr Schaden machen als sie. Was natürlich daran liegt, dass er jetzt gerade... Upsi, Daisy. Ich habe gerade versehentlich die falsche Taste gedrückt. Und ich habe irgendeinen Spell benutzt, glaube ich. Und ich bin vergiftet. Ich wechsle ihn mal aus, dass er keinen Schaden kriegt. Kriegt er trotzdem, aber er regeneriert wenigstens dagegen. Verreck, Ratte! Vielleicht kann ich mit ihr so ein bisschen auf Luftkombos bauen. Das fände ich persönlich ziemlich nice. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung im Kampfsystem auch drin. Ich weiß nicht, was es alles für Waffen geben wird. Spezialangriffe. Mit vielen Waffen könnt ihr Spezialangriffe ausführen, indem ihr die angesammelte Zauberkraft entfesselt. Spezialangriffe verursachen mehr Schaden und holen sogar die zähesten Feinde von den Beinen. Mit Y aktiviere ich die. Kombiniert eure Spezialangriffe mit einer Richtung, um sie zu variieren. Ah, okay. Schildparade. Gut, das wissen wir jetzt schon. Habe ich ja vorhin schon gelernt. Au. Au. Do it again. Oh, okay, wenn er leuchtet. Jetzt aber. Bam, bam, bam. Und den Super Attack. Nice. Absolut geballert. Leider wurden wir auch absolut geballert. Wechseln mal auf sie, dass er ein bisschen regenerieren kann. Zeit zum Regenerieren hat. Während ich in der Luft bin, bin ich eigentlich so gut wie unverwundbar. Und ich kann die ziemlich gut juggeln. Das sollte ich vielleicht ausnutzen. Oh, ich bin gekombot. Ich muss auch dodgen. Oh, oh. Das läuft nicht so gut. Bam! Okay, mit dem Spezialangriff hat es jetzt gut funktioniert. Wir haben es irgendwie überlebt. Eher schlecht als recht. Aber wir leben. Ich lasse sie mal ganz kurz noch draußen, auch wenn sie eigentlich unser Speeder ist, um nach vorne zu preschen. Aber sie hat halt auch gerade keine HP. Die gute Jen. Ich glaube, ich gehe schon mal rein. Ich muss jetzt nicht auf die Regeneration warten. Vielleicht regeneriert das ja offscreen auch weiter. Nein, tut es glaube ich nicht. 58 HP, das ist ja gar nichts. Nimm mal die Vase mit. Und, oh. Vielleicht sollte ich das lieber mit ihr machen. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer, weil ich einfach schneller durchkomme. Okay, jetzt ist unsere Ausdauer leer. Dann wechseln wir wieder auf ihn. Jetzt ist er eh egal. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Kampf. Und ich versuche jetzt mal nicht so viel Damage zu kriegen. Also ich versuche mal jetzt nicht alles zu tanken, was ich finde. Regeneriert alle deine Gesundheitspunkte. Interessant.
kann ich jetzt einfach benutzen, indem ich nach oben drücke. Möchte ich allerdings noch gar nicht benutzen, gerade weil wir noch halbe HP haben. Hier drüben sind Gegner. Ein Schlag, noch ein Schlag, noch ein Schlag, noch ein Schlag. So, die richtige Richtung blocken. Do it again. Pariert. Wir haben Mana bekommen. Könnten wir jetzt auch mal benutzen. Oh, vielleicht gegen ihn. Ich habe da gedrückt. Okay, jetzt. Jonglieren, jonglieren. Okay, der ist leider aus meiner Range raus. Oh! Perfekt geblockt. Mehr Mana. Und normaler Schlag. Ah, da mache ich so einen Spin-Attack. Der hat noch 100 Leben. Einfach mal blocken. Hast keine Stamina mehr auf dem Schild. Ausweichen. Ah! Nein. Keine Stamina. Okay, jetzt habe ich meinen Angriff verpasst. Verfehlt. Stirb! Komm schon! Und nochmal hinterher! Yes! Geschafft, ohne wirklich Schaden zu kriegen. Und wir wurden geheilt. Ist jetzt also der Dungeon schon vorbei. Zone gesäubert. Kleiner Kerker. Belohnung 60 Dollar. 60 Goblin-Münzen. 330 XP. Das ist gut. Wir brauchen ein paar Level-Ups. Und wenn wir eine Lederrüstung erhalten, die macht 68 Verteidigung. Ich schätze, das ist gut. Oh. Money, money, money. Money, 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 money. Hier liegt noch ein bisschen Kram drin. Wir nehmen alles mit. Wechseln mal auf sie. Das geht ein bisschen schneller dann. Hier ist noch mehr Geld drin. Ist dann auf der linken Seite auch nochmal eine Kiste mit Geld? Wahrscheinlich nicht, aber ich gucke trotzdem mal. Ah doch, tatsächlich. Wow. Hat mal Glück. Hier ist noch eins versteckt. Hier liegt noch ein bisschen was. Wir haben jetzt 267 Goblin-Münzen. Ob die was bringen, weiß ich nicht. Ich nipp mal kurz an meinem Kaffee. Und wir sollen in den Wachraum und oh mein Gott, wir sehen gerade die Map unten. Das wird ja ewig dauern, da hinzukommen. Meine Güte. Oder verbindet sich das jetzt über einen langen Gang miteinander? Kann ich die Map irgendwie aufrufen? Select ruft das Menü auf, okay. Kann ich mal nach der Rüstung gucken. Wir werden definitiv langsamer und es gibt uns aber Gesundheit und... Und Verteidigung. Ich glaube, ich gebe ihr die, aber dann ist sie so langsam. I don't know. Aber ein bisschen Rüstung müssen wir ihr geben. Sie kann jetzt nicht die ganze Zeit ohne Rüstung rumlaufen. Tore, immer wenn ihr ein Tor aktiviert, wird sein Standort auf dem Computer gespeichert. Danach könnt ihr jederzeit dorthin reisen. Nice! Die kriege ich nicht kaputt. Waffe habe ich leider nicht bekommen. Hier ist eine Sequenz. Achso, ist ein neues Tor, natürlich. Okay, ist scheinbar ein richtig weiter Weg. Dieses Portal ist jetzt über das Mondtor verfügbar. Sie macht jetzt halt noch keinen Schaden. Und ich weiß auch nicht so wirklich, was ich mit den Münzen anfangen soll. Vielleicht kann man die ja irgendwo eintauschen. Vielleicht gibt es ja unterwegs einen Händler, den man finden kann. Und bei dem kann man dann Sachen aufkaufen. Schätze ich jetzt mal. Oh boy. Wer ist er? Beim Schal bei der Oma. Sonnenbränder, die Gerüchte sind wahr. Er ist viel größer als die anderen. Karkon wird hoch erfreut sein, wenn ich ihm eure Köpfe bringe. Gilmore. Ich denke, wir fangen mit unserem Tristan an. Einmal geblockt. Und einmal geschlagen. Dann gleich Mana benutzen. Und von hinten schlagen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schutz durchbrochen. Wechseln. Ah, ich wollte drüber springen. Das hat nicht funktioniert. Einfach so vermöbeln vielleicht. Hinter ihn kommen. Hat nicht funktioniert. Wir wechseln wieder ein. Oh mein Gott. Okay, langsamer spielen. Durchbricht meinen Schutz. Dann muss ich schnell spammen, glaube ich. Achso, ich muss rollen spammen. Okay. Hinter ihn gehen. Ah, das ist der Play. Jetzt habe ich es verstanden. Und dann schlagen. Ui. Charakter wechseln. Und Combo. Ah, und jetzt finishen. Oder was? Ah ne, jetzt haben wir die erste Phase überwunden. Okay. Okay, in der Luft bin ich sehr verletzlich. Verwundbar. Gut, das ist okay. Das muss ich wahrscheinlich dodgen. Ich wechsle schnell den Charakter. Geh hinter ihn. Weich nach unten aus. Da müsste ich safe sein. Weich nochmal nach unten aus. Ah, ich greife zu oft an. Geblockt. Durchbohrt. Nicht viel Damage. Einmal zu oft geschlagen. Ah, Gott. Das ist echt hart. Wir haben ihn. Komm schon.
Wächter besiegt. Nice, okay. War knapp, aber es hat funktioniert. Und hat eine Träne gedroppt oder sowas. Und da hinten ist ein Dude. Lundgren. Ihr habt mit großer Wildheit und beeindruckendem Mut gekämpft. Baldwin sagte, du könntest uns helfen, den Professor zu retten. Baldwin lebt? Ja, aber der Professor steckt in Schwierigkeiten. Wir haben die Hoffnung, dass er in dem Gefängnis hier unten ist. Kannst du uns helfen? Ich tue, was ich kann. Ich bin zwar kein großer Kämpfer, aber ein fähiger Waffenschmied. Könnt ihr mir helfen, hier rauszukommen? Wir haben eine seltsame Rune, mit der man Zeug teleportieren kann. Eine Reiserune. Unglaublich. Tristan, zeig ihm, wie sie funktioniert. Oh, aber klar doch. Einfach ein bisschen pumpen und schwupp. Goblin-Gefangene, du hast einen Goblin-Gefangenen befreit, Lundgren. Jetzt wird Lundgren dir helfen. Du findest ihn auf dem Goblin-Markt. Ah, und da können wir jetzt wahrscheinlich unser Geld investieren. Wächter besiegt Gilmore, Belohnung 60 und 670 XP. Ich glaube, wir sind schon wieder ein, zwei Level aufgestiegen. Gilmores Axt. Oh, die sieht aber gut aus. Langsames Mana. Niedrige Mana-Regeneration bei Treffern. 17 Angriff. Okay, kritischer Schwindel. Kritische Treffer bei Gegnern mit Schwindel. Mhm. Angriffe können nicht unterbrochen werden. Ah, wir haben Super Armor. Sehr gut. Und die hat 17 Angriffe von 28. Ich schätze, wenn wir die Sachen upgraden, weil die haben wir oben eine Sternenstufe. Das ist jetzt Stufe 1, Stern 1. Ich schätze, wenn es auf 3 ist, macht es dann 28 Schaden. Wahrscheinlich können wir die jetzt bei Lundgren noch upgraden. Was ist das? Eine Wächterträne. Wächtertränen sind Medaillons, die von hochrangigen Goblin-Kriegern getragen werden. Sie sind eine anerkannte und begehrte Beute. Wofür auch immer die dann sind. Aber die Axt ist zweihändig, schätze ich. Sehe ich das irgendwo? Die Axt ist auf jeden Fall zweihändig. Das heißt, er kann jetzt keinen Schild tragen. Das möchte ich nicht. Ich möchte schon, dass er ein Schild hat. Guck mal das. Hat er jetzt ein Schild? Jetzt hat er ein Schild, okay. Und ich möchte aber, dass sie eventuell die Axt kriegt. Weil erstens hat sie auf dem Cover eine Axt. Und zweitens ist es wahrscheinlich besser als nichts. Es ist sie aber langsamer als er. Vielleicht nehmen wir dann das hier weg. Sind dann ein bisschen swifter. Kriegt zwar mehr Schaden, aber ich kann dann halt rollen und schlagen. Vielleicht ist das ein Play. Die macht bestimmt ordentlich Damage. Wir stürmen mal mit ihr vor. Kann ja nicht falsch sein. Halt, da liegt noch was. Bunk. Nice. Ist wahrscheinlich nicht die beste Kombi. Aber, also so mit Heavy Attack, verbotenes Gefängnis. Mit Heavy Attack und Speed. Ist wahrscheinlich nicht das geilste. Aber wir werden es trotzdem. Hier hinten könnte ein Secret sein. Ich glaube, ich lasse ihn die Sachen kaputt schlagen. Schlägt ein bisschen schneller. Sie läuft schneller, er schlägt schneller. Vielleicht sollten wir auch mal ganz kurz zurückgehen und tatsächlich einfach unser Level benutzen, das wir machen können. Oh, dieses Portal ist jetzt über das Mondtor verfügbar. Ich würde gerne wissen, wie ich die Karte aufrufe. Irgendwie muss das ja gehen. Speichern, laden, Spieleinstellungen, Schnellreise, Mondtor, Schlafzimmer, Innenstadt, Goblinmarkt. Bla, 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 bla. Ach, da ist die Karte. Ich glaube, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, an verschiedene Orte zu gehen. Wir speichern auf jeden Fall mal und wir gehen jetzt erstmal zum Mondtor. Und da wird der Lundgren für uns, auf uns warten. Vielleicht upgradet er unsere Gear. Gegen Geld. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Keine Ahnung. Hi. Zum Barrieren, voll angriffen könnt ihr eure Schilde benutzen. Worüber wollt ihr reden? Holy Jesus, hier ist ja viel Dialog. Okay, Dinkoi. Dinkoi ist eine komplexe Persönlichkeit. Er hat eine Möglichkeit gefunden, den Runen eine Energie zu entziehen, die nicht für möglich gehalten wurde. Er hat eine Möglichkeit gefunden, das Unmögliche zu vollbringen. Dinge, die wider der Natur sind. Seine schwarze Magie und fragwürdige Forschung hat Gnomogobs Truppen überhaupt erst die Macht verliehen, alle Widersacher niederzuschlagen. Runenkrieger, Trolle von abnormaler Größe, die wandelnden Toten, das ist alles Dinkois Werk. Und dennoch, er ist kein Monster, er ist nur ein Goblin. Manche haben ihn einen Narren genannt oder als verrückt abgetan. Gnomogob jedoch hat ihm die benötigten Ressourcen für seine Studien gegeben. Er hat ihn unterstützt, als andere sich gegen ihn stellten. Trotzdem wäre er nie geboren worden, wären meine Lande besser dran. Ja, in der Tat. Thatcher ist die alte Dame. Thatcher ist ein Genie. Sie ist technisch versiert und hilft aktiv mit,
diese einst bürgerliche Welt in eine voller Dampf, Stahl und Kolben zu verwandeln. Ey, Steampunk! Sie verfügt nicht über die Unterstützung, die Dinkoi der Steinmagier hat, aber es sind ihre Maschinen, um die Gnomogobs sein ganzes System errichtet hat. Sie errichtet die Maschinen, mit denen die Gobbons an die Oberfläche zurückkehren sollen. Riesige Bohren der Abscheulichkeiten, angetrieben von Magie und Wissenschaft gleichermaßen. Die kennen wir schon aus dem Intro. Die Oberfläche ist ihr egal, sie will nur beweisen, dass ihre Theorien korrekt sind. Ah ja. Karkon, er ist ein großer Gobbon. Er hat die verlorenen Stämme geeint. Er wurde zum Anführer unserer Streitkräfte. Er kann es nicht ausstehen, schwach zu wirken oder schwach zu sein. Sein ganzes Leben lang hat er die Gobbons verglichen mit jenen an der Oberfläche als überlegen erachtet. Er kann sich eine Welt nicht vorstellen, in der die Gobbons nicht allen anderen überlegen sind. Und um das zu beweisen, würde er alles tun. Gnomogob löste den Senat auf, aber erst Karkon und seine Macht über das Militär hatten ihm das ermöglicht. Gnomogob sitzt auf dem steinernen Thron, doch Karkon hat die Fäden in der Hand. Ist das so? Interessant. Karkon schien mir jetzt nicht der Schlauste zu sein. Ich glaube, der will wirklich einfach nur Sachen verprügeln. Oh. Dwarven Gobbin. Gnomogob ist nicht sein wahrer Name. Es ist ein Titel. Der König unter dem Berg. Aber wenn man auf dem steinernen Thron sitzt, wird der alte Name ausradiert. Ab diesem Moment heißt man für alle nur noch Gnomogob. Er hat den Stein rechtmäßig erlangt. Parlament und Senat. Wir, sogar ich, wir haben ihm das erst ermöglicht. Er hat sich diesen Titel verdient. Ich werde ihn genauso nennen und nicht anders. Er will das Beste für alle Gobbons und so handelt er auch. Und wir haben ihm diese Macht verliehen. Es tut mir leid, dass ihr wegen unseres Fehlers leiden müsst. Und Dwarven Gobben heißt er eigentlich, okay. Der Professor, wo soll ich da überhaupt beginnen? Er entdeckte den Ort, den ihr Goblinstraße nennt, ein altertümlicher Markt. Jahre der Forschung und Ausgrabung brachten ihn dorthin. Dort fand er das Mondtor und die Reiserune. Kurz darauf habe ich ihn getroffen. Jahrelang förderte er diese Beziehung zwischen Menschen und Gobbons. Schritt für Schritt baute er Vertrauen zwischen uns und eurer verschlafenen Stadt auf. Doch dann kam Gnomogob an die Macht. Der Professor half einigen zu entkommen und Zuflucht an der Oberfläche zu finden. Als Gnomogob davon sprach, die Oberfläche mit Gewalt zu nehmen, predigte der Professor Frieden. Als Gnomogob mordete und brandschatzte, predigte er Toleranz. Als Gnomogob von ihm verlangte, ihm seine Geheimnisse über die Menschen und sein technologisches Wissen zu überlassen, weigerte er sich. Als ich mich mit ein paar anderen versteckte, besuchte er uns weiterhin, obwohl es gefährlich war. Er machte weiter und versuchte, die neue Regierung zur Vernunft zu bringen. Als Gnomogob uns angriff, hat er mich beschützt. Ich glaube, ich habe nur seinetwegen überlebt. Und all das spielt sich in unserem Keller ab. Gnomogob respektiert den Professor. Jedoch wird er ihn töten, wenn er das nicht für notwendig hält. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Mhm. Und der Bürgermeister. Ein mutiger Mann, gewillt sich Geschichten anzuhören, die völlig verrückt schienen. Er hat vielen meiner Brüder Zuflucht gewährt. Ich schulde ihm großen Dank. Selbst jetzt hilft er uns. Ich glaube, er vertraut uns Gobbons nicht, aber ich kann es ihm nicht verübeln. Okay, nice. Das waren jede Menge Infos. Vielen Dank dafür. Ach, geht er bereits zurück in die Verliese zu gehen, in die Gobbon-Freiheit zu kämpfen? Ja, gleich. Kann ich jetzt hier hin? Hier ist die Ausrüstung, aber hier ist nicht unser Dude. Kann ich hier was machen? Hier kann ich den Computer angucken. Das ist aber nicht, was ich suche. Wie komme ich denn jetzt? Hier ist doch die Goblinstraße gewesen, ne? Innenstadt Goblinmarkt, da will ich hin. Mit dem Roller. Ach, das ist im Brunnen. Stimmt, mit der Königin, Göttin, wie auch immer. Hallo Lundgren. Ich werde die Waffen für euren Krieg bauen, denn es ist auch mein Krieg. Kaufen! Ah! Ein Raijin. Ein Rapier des Navigators. Oh, ich hasse Rapiere. Bin ich kein Fan von. Und es hat einen zufälligen Effekt. Verbessert diese Ausrüstung, um einen neuen Vorteil freizuschalten. Ah, erhöht Angriffstempo. Kritische Treffer bei Gegnern mit Gift. Oh, wenn ich Gegner vergifte, dann kann ich die kritten. Interessant. Hat aber eine niedrigere Angriffsgeschwindigkeit, aber viel Mana. Vielleicht kann die... Was ist der Bonusangriff? Ja, dass der vergiften kann. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich glaube, das holen wir uns, wenn wir genug Geld haben. Schilder haben wir hier auch, aber die sind jetzt nicht so spannend. Geben. Also ich glaube, SLD ist die Stance.
die wir haben, um Angriffe zu blocken. Das macht auf jeden Fall am meisten Sinn. Huh. Waffen verbessern können wir auch. Auf 2 Sterne, dann geht der Angriff hoch, genau wie ich gedacht habe. Ach, und dafür braucht man die Steine. Ah, okay. Dann wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als zu warten. Ich könnte allerdings den Krummsäbel des Reisenden upgraden. Ich meine, wieso nicht? Dann macht er zumindest mehr Schaden. Ist doch nicht die krasseste Waffe. Aber besser als keine abgegradete Waffe. Kann ich die Dinger upgraden? Ja, aber das lohnt sich auch nicht so wirklich. Ich glaube, das sparen wir lieber. Oh, ich kann verkaufen. Das ist nichts wert. Das ist nichts wert. Sagt alles. Die Waffe ist super viel wert, aber die will ich nicht verkaufen. Die ist einzigartig, schätze ich mal. Kann ich hier halt Heiltränke kaufen? Tatsächlich. Füllt alle deine Mana-Blöcke wieder auf. Heilt alle deine GP. Brauche ich aber nicht. Lloyd und Lundgren fangen bis jetzt beide mit L an. Mit ihr kann ich nicht reden. Und hier drüben ist nichts. Hey, wir haben jetzt unsere Rüstung gar nicht mehr an. Macht aber auch irgendwo Sinn. Denn wir wollen ja in der Stadt nicht auffallen. Ich bin das zu geil mit dem Roller. Okay, wir gehen jetzt wieder rein und grinden weiter. Huch, was hast du gesagt? Leute, Meister der Tränke, würde es gefallen, euch bei eurer Mission zu helfen? Ja, allerdings kostet das halt auch. Und wir haben kein Geld. Wir gehen los und sind jetzt wahrscheinlich am richtigen Ort. Falsche Taste, Moment. Ich schätze, wir sind am richtigen Ort. Ich könnte jetzt da runter springen, Fragezeichen. Keine Ahnung, wir erkunden jetzt einfach mal. Ich könnte jetzt nach oben, ich könnte jetzt alles kaputt machen, was ich auch tun werde. Weil wir brauchen ja das Upgrade-Material. Ich schätze, das ist jetzt auch hier in den Kisten. Diese Tür scheint geschlossen zu sein und wir brauchen irgendeinen Zauberstein, um sie zu öffnen. Wahrscheinlich sowas wie eine Schlüsselrune. Schlüsselrunen, Energierunen, Reiserunen, es sind nur Steine. Die stehen hier, hier unten auf Steine. Wir sind tief unter der Erde. Ich glaube, die Steine sind hier eine Religion. Ich laufe immer währenddessen. Ach so. Ah, ich brauche einen Gefängnisschlüssel, dann kann ich hier rein. Macht wahrscheinlich einen neuen Pfad auf. Ah, dann komme ich da hinten näher zu unserem Ziel. Habe ich leider nicht, deswegen... Bronze-Gefängnisschlüssel. Oder Generalschlüssel oder so. Habe ich auch nicht. Goblin-Beute, Silber-Generalschlüssel. Habe ich alles nicht. Okay. Können wir aber wahrscheinlich finden irgendwie. Oder kaufen. Oder weiß ich nicht. Staubige Gefängnisse. Geht nach unten. Silber-Generalschlüssel. Ist das sowas wie ein Hub gerade? Ja, sie ist auch so langsam gerade. Naja, müssen wir mit leben. Hier ist Level 3. Hier können wir weiter, schätze ich. Hier ist der Hebel. Na gut, dann gehen wir doch erstmal da weiter. Ach so, ich wollte eigentlich leveln. Naja, mach mal. Wir machen noch eine Map und dann gehen wir leveln. Der Pausenraum. Oh, Leute, während der Pause anzugreifen, ist natürlich gemein, ne? Da macht der Arbeitnehmerschutz aber nicht mit, oder? Ah, Motor natürlich aktivieren. Könnten wir auch überspringen, aber das geht so schnell. Noch stört es mich nicht. Wir sind da unten, da will ich gar nicht hin. Aber ich schätze, wir müssen halt irgendwie an den Schlüssel kommen, um überhaupt nach oben zu kommen, damit wir dann in das andere Tor rein können. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal hier lustig durch die Goblins durchgrinden. Ach, ist das schön. Schön alles blocken, was mich angreifen will. Und ich habe zu wenig Mana. Aber unser Damage ist hoch genug. Die überleben mit einem Schlag, das ist fast peinlich. Aber das abgegradete Schwert macht ordentlich Wumms. Finde ich jetzt erst einmal gar nicht so schlecht. Oh, was haben wir hier? Tatsächlich eine heilende Arznei. Das ist aber sehr schön. Hier könnte ich... Lass den Schlüssel nicht, um dies zu öffnen. Goddammit. Müssen wir uns auf jeden Fall irgendwann noch holen, sobald ich den Schlüssel habe. Vielleicht kriegt man den ja hier in diesem Dungeon. Ich nehme mal die Laterne mit, dass ich was sehe. Kann ich die hier abstellen? Ansehen. Hier unten wird es richtig dunkel. Hast du Schiss? Nein, ich hätte es nur gern heller. Kann ich verstehen. Ich sehe nämlich auch nichts. Oh! Ah, es sind Wachhunde oder sowas. Ich will die Laterne nicht da lassen. Ich nehme sie mit. Oh, oh. Oh, da wäre jetzt natürlich ein Koop-Partner sehr praktisch, der mir hilft, die Laterne zu tragen. Ein bisschen wie in Resident Evil 5. Ah! Bist du da besser ran? Ui! Natürlich, in dem Moment... Kann ich jetzt eigentlich noch blocken? Ich kann mit der Axt blocken, okay. Wird wahrscheinlich nicht so eine krasse Stance haben. So eine ganze krasse Defense. Jetzt komm doch mal her! Mistding. Ah!
Was? Wenn die Stacheln draußen sind, kann ich doch trotzdem treffen. Damage kriegen? Meine Güte. Triff, triff. Nice, geht doch. So, jetzt aber schnell. Oh nein, die Laterne. Okay. Ich glaube, ich einfach drüber gehe, ist Gucci. Nee, das sieht knapp aus. Hier ist noch ein bisschen Kistenkram, was wir kaputt schlagen müssen. Wir brauchen die Steine schließlich zum Upgraden. Aber wenn wir die wahrscheinlich nicht lange brauchen werden, ist ja nur Low-Level-Upgrade-Material. Wobei, wer weiß. Man weiß ja nie. Lieber ein paar zu viele dabei, als ein paar zu wenig. Das sieht ein bisschen aus wie unsere Villa. Jetzt auf den ersten Blick. Ist hier was drin? Ne. Kann ich hier rein? Ne. Oh. Feinde! Bang, bang, bang und bang. Also das upgradete Schwert macht schon mal ordentlich Bums. Finde ich schon mal sehr nice. Ich könnte jetzt nach rechts weiter, scheinbar. Aber ich glaube, das meinte eigentlich, dass ich hier nach unten soll. Wir latschen mit großen Schritten nach unten in die Gegnerscharen. Oh boy. Das sieht nach einem größeren Gegner aus. Ah. Ihr habt meine Soldaten verletzt. Meine Jungs. Das nimmt jetzt ein Ende. Captain Brucey. Oh. Okay, schlag mich. Nice, geblockt. Okay. Mach das schön ruhig. Spiel das schön langsam runter. Kurz die... So viel Reichweite wird es nicht haben. Yes. Von hinten. Nice. Ausweichen. Do it again. Zu früh. Ah, oh, Jesus Christ. Ha. Oh, das war doch nicht richtig. Wechsel mal Charakter. Jetzt. Von hinten. Na, Damage ist nicht so hoch. Wie er vielleicht sein könnte. Aufladen vielleicht. Oh nein. Hm. Wechseln. Oh. Hat er mich. Aufstehen. Steh auf. Na. Ah. Was soll ich denn dagegen machen? Ich muss wahrscheinlich parieren. Und nach hinten. Oh mein Gott, die Reichweite. Jesus. Jetzt läuft nicht so gut. Ich wünschte, ich hätte ein Level abgemacht. Okay, von hinten kann ich ihn dann einmal erwischen. Aber einmal ist halt keinmal. Oh, das war ganz gut. Ich glaube, auf Max Range geht das gut. Oh, er hat geblockt. Ah! Charakter wechseln. Oh, das sieht böse aus. Okay, war nicht so schlimm. Kommt nochmal. Ja. Wechseln Charakter. Nutzen die gebrochene aus. Auch eine Verteidigung aus, wollte ich sagen. Und dann war er aber schon wieder ready. Der kann auch nicht für immer blocken, oder? Ah, ich kann ihn. Ich kann ihn trotzdem treffen. Er kann mich aber jetzt gerade nicht treffen, weil er ein Idiot ist. Haha. Oh! Super Armored. Schnell hin. Und. Bam! Uns geht's aber ausdauertechnisch nicht so gut. Oh mein Gott. Huh! Angriff! Oh, da kann mich dabei treffen. Das ist schlecht. Und ich muss dabei channeln. Das dauert ein Stück. Lebe, lebe, lebe. Okay, er hat volle HP. Oh je. Komm, schlag mich. Pariert. Jetzt habe ich ihn aber. Und verrecke. Brucey. Das war schwerer als gedacht. Game ist hart. 1000 XP. 120 Euro. Und Brucys Schild. Ah, perfekto. Das nehmen wir. Legt euch schlafen, um ein Level aufzusteigen. Das heißt, wir sehen tatsächlich, wann wir Level aufsteigen. Das ist praktisch. Kann ich das auch irgendwo nachvollziehen? Schlafzimmer könnte ich mich jetzt hinwarpen. Will ich aber gar nicht. Hier müsste ich sehen. Nee. Aber das heißt, wir kriegen auch wieder ein Ticket zum Fitnesscenter. Tristan, wo ist denn dein Schild? Hier ist der Schild. Zieh mal lieber den an, der hat mehr als doppelt so viel Defense. Das würde ich doch bevorzugen. Hier ist nochmal die ganze Menge Geld. Leider noch kein Schlüssel, wie es aussieht. Bedeutet, wir müssen noch weiter erkunden, um rauszufinden, wo wir denn jetzt eigentlich genau unsere Sachen dann benutzen können. Unsere Schlüssel finden können und dann... Also wo wir sie benutzen können, wissen wir ja. Nur wo wir sie finden, ist die Frage. Höp. Klonk. Ich glaube, das Spiel ist bedeutend einfacher, wenn man es zu zweit spielt. Kann ich mir zumindest vorstellen, weil du dann besser die
die toten Winkel des Gegners ausnutzen kann. Hier sind zum Beispiel jetzt zwei Truhen abgebildet, oben über dem Fliegenzimmer. Heißt das, eine ist offen erreichbar und für die andere brauche ich einen Bronzeschlüssel? Ich weiß es nicht. Wir gehen da auf jeden Fall jetzt erstmal rein, aktivieren das Mondtor und gehen dann, glaube ich, erstmal rasten. Und ich glaube, dann kann ich noch den Dolch kaufen oder das Schwert. Wir sind auf jeden Fall scheinbar auf einem Weg, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich meine, es ist einer der wenigen Wege, die ich gehen konnte, wenn nicht der einzige. Naja, irgendwas werden wir schon richtig machen. Ach, scheinbar ist hier eine Silberkiste und eine Bronzekiste, weil auf dem anderen sieht man meinen Mauszeiger, ja. Hier ist ja eine Bronzekiste, hier ist eine Bronzekiste und eine Silberkiste. Das heißt, wir werden wahrscheinlich beide Schlüssel brauchen. Ja, müssen wir erstmal finden. Wir gehen mal kurz pennen. So viel Zeit muss sein. Schnarrig. Ich kann jetzt keine Schnarchgeräusche machen, das tut im Hals weh. Das ist kacke, wenn man immer krank ist. Wenn man im Kindergarten arbeitet, dann wird man permanent krank, weil jedem einem ins Gesicht niest. Sowohl die Kinder als auch die Mitarbeiter. Nein, natürlich nicht. Aber so fühlt es sich zumindest an. Wow, wir brauchen echt eine Menge. Eine Menge. Eine Menge, eine Menge. XP. Aber ist cool. So fühlt sich jedes Level-Up sehr gut an. Zumindest bis jetzt. Wir sind allerdings auch erst Level 3. Wer weiß, ob sich das irgendwann ändert. Aber ich finde es cool, dass man die Charaktere dann verschieden skillen kann, indem man ins Fitnessstudio geht. Insgesamt, finde ich, sollte es mehr so 80er, 90er Jahres-Style-Stories geben mit RPG-Elementen. So wie Crossing Souls, glaube ich, und jetzt Young Souls. Ich glaube übrigens, sind die gleichen Entwickler. Ach, muss ich drücken? Ah, jetzt kann ich mich noch stylen, das ist ja nice. Ich kann ihnen nicht die Klamotten einfach wechseln. Das ist aber sehr stark gegendert, ne? Muss man aber auch mal sagen. Na gut. Lassen wir so. Wir sehen sehr gut aus. Passt so. Und wir nehmen sie, denn ich finde sie cooler, wie gesagt. Wir können ja mal nach unten gehen. Kurz in die Garage schauen. Vielleicht ist da was, was man verkaufen kann. Vielleicht finden wir ja zufällig was. Vielleicht spawnen hier immer welche Goodies. Nein. Na gut, dann gehen wir auf den Goblin-Markt. Und holen uns jetzt die Waffe für sie. Ich glaube, wir haben leider nicht genug Geld, um dann auch noch abzugraden. Aber besser erstmal eine neue Waffe als gar nichts. Zack. Moment, falsche Waffe. Nee, das ist alles falsch. Wo ist denn die Ausrüstung? Ich finde mich noch nicht ganz zurecht. Hier ist die Ausrüstung. Moment, was? Kritisches Gift. Der gesamte Angriff geht runter, aber wir werden wesentlich schneller. Ihr könnt eure Kampfausrüstung nicht in der Menschenwelt ändern. Dann gehe ich halt erst in die Kanalisation. Nein. Ich finde doch den Spruch gut. Du fährst den Roller, ich wähle die Namen aus. Kannst du vergessen. Okay, jetzt können wir aber ausrüsten. Und zwar bekommst du jetzt hier das Messer. Will ich vielleicht den Schild einfach direkt ablegen? Dass sie einfach noch ein bisschen schneller ist. Weil ich glaube, dann komme ich besser mit ihr zurecht. Wir haben keinen Mana. Wir müssen mal ein bisschen mit ihr kämpfen. Vielleicht ist das der Play. Aber jetzt könnte ich auch die Lederrüstung statt dem Schild anziehen. Vielleicht ist das viel schlauer. Jetzt sind wir nur bei 32%. Ich glaube, das ist okay. Dann hat sie wenigstens ein bisschen Schutz. Ein bisschen Verteidigung ist vielleicht gar nicht so schlecht. Haben wir eigentlich ein Ticket bekommen? Ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Müsste ja bei unseren Ressourcen dabei sein. Schlüssel? Nee. Müssten wir aber bekommen haben. Das kriegen wir doch bestimmt. Mit jedem Level-Up kriegen wir doch bestimmt ein Ticket. Wir gehen mal ganz kurz in die Innenstadt. Ja, okay. Kennen wir schon. Und wir fahren weiter. Und da ist das Happy Fit. Ja, zurück. Und absteigen. Huch, da ist die Nuttige. Sie bieten hier ein traumhaftes Hot-Yoga-Workout an. Oh. Ihr braucht eine Marke, wenn ihr einen meiner Kurse besuchen wollt. Schon wieder vergessen. Okay, ich dachte, ich krieg eine jedes Level ab. Offensichtlich lag ich falsch.
Vielleicht kriege ich die nur. Vielleicht muss man die im Dungeon finden. Das wäre natürlich hart. Naja, schauen wir mal. Mondtor. Achso, Start. Und dann düsen wir mal hinein. Skip. My heart, skip, 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 der Beat. Und wir sind drin. Im Fliegenzimmer. Im verbotenen Gefängnis. Oder in den verbotenen Gefängnissen. Let's go! Vielleicht verklingt. Vielleicht vergiftet unsere Klinge ja von Haus aus. Das wäre ganz cool. Hier, die habe ich erwischt. Das war gar kein Problem. Hier gibt es nur Zellen und Wachen. Es ist ein Gefängnis. Das sind alle Gefängnisse. Ja, aber wo sind die Geheimgänge und der Schatz? No. Er ist so süß verträumt. Das ist so niedlich. Putziger kleiner Junge. Übelst die Punks, aber hey. Naja. Wer weiß, was mit denen passiert ist, dass sie beim Professor gelandet sind. Was ist er denn? Das ist eine Assassine. Die könnten zum Problem werden, wenn ich sie nicht gut wegbekomme. Haben wir Mana? Wir haben Mana. Ah. Okay. Wir haben noch mehr Mana. Zack. Was? Ich wurde getroffen. Direkt. Okay, das funktioniert ehrlich gesagt jetzt erstmal ganz gut. Vor allem bei den schnellen Gegnern, die einfach zu schlagen. Weil die dann auch staggern. Ich konnte sie jetzt leider nicht vergiften. Vielleicht kann ich irgendwie anders vergiften später. Hier komme ich nicht ran. Ich habe keinen Schlüssel. Vielleicht muss man den ja auch irgendwann kaufen. Ich wechsle mal kurz auf Tristan, damit sie sich ein bisschen erholen kann. Die 10 HP. 10 HP haben und nicht haben. Ihr wisst schon. So, wir gehen wieder auf sie. Oh, das war mein Fehler. Wieder auswechseln. Lass dich schlagen. Das Ding kann dir nichts tun. Oh, ist das hinter mir? Aber ist egal. Splonk. Einfach totgehauen. Ich glaube, die Assassins sind auch kein Problem mit ihm. Ich darf mich nur nicht flankieren lassen. Jetzt oder nie! Und ausweichen. Ich versuche mal weit zu springen, aber das geht mit ihm nicht so gut. Weil er eben nicht so weit springen kann. Oh, außer du rollst vorher. Dann geht's sehr weit. Das ist gut zu wissen. Oh, der ist Big Man. Pariert! Ah, ich hab's nicht gesehen. Der klaut unsere GP. Oh, ich dachte, der steckt nochmal. Do it again. Oh, dann macht er zweimal. Okay. Charakter wechseln. Kann ich mit dir auch parieren? Ja. Ich hätte jetzt greifen können. Aber ich fand das sinnvoller. Ah! Ich muss ein bisschen aufpassen. Greif ihn! Und mehr, mehr, mehr! Oh shit. Greifen. Auf den Boden schmeißen. Hinterher. Hinter ihn kommen. Ah. Oh mein Gott. Ich hab gemisst. Wieder auf ihn wechseln. Einfach normal schlagen lassen. Das ist okay. Auch okay. Und dann. Ah, der ist zu schlag. Der ist zu schnell. Oder? Doch, geht. Oh mein Gott, wir sterben. Jetzt aber. Komm schon. Ein HP. Stopp. Erwischt. Endlich. Meine Güte. Schwere Geburt. Aber wieder jemanden besiegt. Und wir bekommen wahrscheinlich eine bessere Waffe als das, was wir gerade hatten. 500 XP. Wir brauchen 3400 oder so. Ich glaube nicht. Das ist tatsächlich einfach eine bessere Waffe für sie. Chance auf GP-Raub bei Angriffen. Niedrige Mana-Regeneration. Das ist okay. Plötzlich. Ein Vampirmesser? I don't know. Kann ich ihr noch ein zweites Messer geben? Auch nicht. Hm. Ist jetzt erstmal besser, weil wir halt nicht vergiften können. Ich weiß nicht, wie man vergiften kann. Ihre Angriffe scheinen es nicht zu tun. Deswegen müssen wir jetzt das nehmen, was wir haben. Boah, was war das für ein Satz? Das nehmen, was wir haben. Eventuell wird der Dagger später besser, wenn wir andere Möglichkeiten haben, die wir kombinieren können. Kokon der Mumie klingt tatsächlich ein bisschen nach einem Boss. Aber wir gucken mal. Hm. Ist auch weiterhin noch für Level 3. Also alles machen wir scheinbar richtig. Bling. Ist halt ein Spiel, wo man viel Dungeon crawlen muss. Gehört halt dazu. Aber wir werden ab und zu trotzdem mit Dialogen belohnt.
Und das motiviert mich ungemein, denn ich liebe die Dialoge in diesem Spiel. Die sind absolut geil. Was bist denn du? Ist das sowas wie eine Spinnenmumie? Scheint so. Dieser Ort ist seltsam. Gut, schlecht, seltsam. Wir treten dir trotzdem in den Arsch. Mom. Mom. Okay. Ich glaube, ich will nicht getroffen werden. Keine Stamina. Oh, Jesus Christ. Wir wurden vergiftet. Wir wechseln auf ihn. Vielleicht hört das Gift automatisch irgendwann auf. Komm, schlag mich. Dann leider daneben. Oh, jetzt oder nie. Oh, keine Mana. Oh, Jesus. Vielleicht auf sie wechseln. Und dann AO ihn. Ah, ich treffe immer nicht so gut. Ich glaube, wir müssen viel mit den Winkeln spielen. Mit oben und unten. Oh, das hat so viel Reichweite. Was mache ich nach oben? Von oben wieder ankommen. Guter Damage, guter Damage. Oh shit. Keine Ausdauer mehr. Wir müssen kurz regenerieren. Kann ich blocken? Nice. Komm her, komm her. Da sind zwei, drei Angriffe drin. Das kann man blocken. Oh, das kann man nicht blocken. Wechseln. Ah, da bin ich reingesprungen. Das war absolut mein Fehler. Wir haben mehr Mana. Genug Mana wahrscheinlich. Ich möchte. Das war guter Damage und guter Life Leech. Der Life Leech insgesamt ist ziemlich gut. Oh oh. Blocken! Wir standen richtig. Okay, ich habe nicht gesehen, wann ich parieren muss. Oh, ausweichen! Der Kreis ist ja nicht so groß. Komm schon. Komm schon! Bam! Und jetzt hinterher! Mit Schlägen! Ausweichen! Aufladen! Okay, ich muss auf sie wechseln. Ich brauche mehr Platz. Das war gut, das war sehr gut. Das war nicht gut. Ausweichen! Irgendwas ist tot. Komm! Jawohl! Yeah! Ohne dass wir gestorben sind. Nice! Einen weiteren Wächter besiegt. Vielleicht kriegen wir jetzt was vergiften kann. Wäre naheliegend. Oder was Vergiftungsresistenz gibt. Zwei Tränen und ein NPC. Oh Gott, jetzt brauche ich 1000 Namen, 1000 Stimmen für die, ne? Ah, Sylvester. Ich bin Tri. Ich bin Sylvester. Sylvester, der Macher, ich mache Dinge. Mich beim Mark treffen, Wächtertränen bringen, mach gute Dinge. Okay, hört sich gut. Ja, gut. Tristan, check in zu Baldwin, würde ich sagen. Okay. Nice, wir haben einen neuen NPC gefunden. Und mit dem können wir jetzt auch diese Tränen verarbeiten. Nochmal 1000 XP, nochmal richtig dick Money auch bekommen. Mamas Mundwerkzeuge, Giftspinnen. Verbraucht einen Mana-Block, um zwei Giftspinnen zu beschwören. Verbessere diese Ausrüstung, um einen neuen Vorteil freizuschalten. Ich schätze, das kann er vergiften. Das sieht aus wie etwas, das ich ihr geben möchte. Denn es sieht nach Dual Daggers aus und das klingt ehrlich gesagt ziemlich geil. Auch wenn Life Leech auch ein großer Spaß für mich ist. Aber, ja, das ist mehr mein Stil. Oh, so speedy. Moment, warum war ich jetzt gerade so schnell? Oh, das ist echt schnell. Und der aufgeladene Angriff? Kann man es eigentlich länger chargen? Man kann es einfach halten, ja? Okay, das ist nicht so ein geiler Angriff, aber es ist ziemlich schnell. Ich mache zack, zack und dann kann ich wieder ausweichen. Sie braucht nur noch mehr Stamina, dass sie öfter ausweichen kann. Mehr als zwei Stamina-Blöcke braucht sie dringend. Weil wenn sie nicht ausweichen kann, ist sie quasi useless. Dann muss ich auf ihn wechseln. Goblin-Beute betreten? Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt gucken wir auf jeden Fall erstmal noch zu dem netten Herrn. Bevor ich mir gleich den Loot hier hole. Pling! Ach, das ist einfach nur ein Loot-Raum. Na gut, dann machen wir das noch. Oh yeah, Baby! Oh, das ist, was ich meine. Oh yeah! Papa braucht Money! Wow! Jesus Christ, hier ist echt viel Money. Oh mein Gott! Wir können uns alles leisten. Wir können jetzt vor allem Sachen upgraden. Vorausgesetzt, naja, wir müssen mal gucken. Vielleicht kann der Macher, der Tinkerer wahrscheinlich auf Englisch, uns ein paar Trinkets machen oder so, weil wir haben ja einen Slot oder zwei Slots unter unseren Character-Porträts. Sind der Slots, die wir noch für irgendwas benutzen können. Und ich schätze, da kann man irgendwelche Items draufsetzen, die man dann benutzen kann. Der Gefängnisschlüssel, da ist er. Man sagt, dass Schlüssel die Macht besitzen, Türen zu öffnen. Nein! Mach Sachen.
Ist das echt so? Ist das keine Lüge, die uns die Regierung einpflanzt, um uns zu manipulieren und uns zu kontrollieren? Mensch. Gibt's ja gar nicht. Wir haben trotzdem noch keinen Schlüssel, den wir brauchen. Also, wir haben den Plot-Schlüssel, aber ich will ja den Bronze- und den Silber- und den was-weiß-ich-Schlüssel haben. Das machen meine Schlösser auch. Immer wenn ich morgens in den Keller gehe, um mein Fahrrad zu holen, dann explodiert das Vorhängeschloss auch, wenn ich es aufsperre. Geht langsam ganz schön ins Geld, aber was willst du machen? Sicherheit geht vor, ne? Okay, wir wollen zum Goblin-Markt. Pum, pum, pum. Zoom. So, da ist er. Hast du neues Inventar? Nein. Beim Königsschild bin ich mir nicht sicher, aber nein. Okay, dann ignorieren wir das erstmal und gucken, hier ist Lloyd. Und wo ist er? Er ist hier. Danke, dass wir retten Silvester. Jetzt nicht machen soll. Accessoires verbessern. Silvester fertigt euch Zweitwaffen, wenn ihr ihm dafür Wächtertränen gebt. Zweitwaffen? Ich hab noch nichts. Dafür muss ich die Zweitwaffen wahrscheinlich erstmal finden, wa? Okay, wir haben eine Sternschnuppe, einen Bogen, eine Frisbee. Keine Ahnung, einen Kettenhund. Und eine Halskette mit Dornen. Das ist ein Buttplug. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einige Sachen davon benutzen möchte. Aber naja. Wir haben fast ein Level, aber ich sehe jetzt zum ersten Mal, dass da oben eine Levelleiste ist. Wir upgraden jetzt mal noch unsere Waffe. Die da vor allem. Kritisches Gift. Kritische Treffer bei Gegnern mit Gift. Ja, aber ich vergifte ja nicht. Wie mache ich das denn? Naja, so oder so macht es wesentlich mehr Damage. Wir haben 3 von den roten Dingern. Reicht also nicht. Aber wir können plonk auf 19 upgraden. Und damit macht es auf jeden Fall schon mal gut Schaden. Die Waffe von ihm kann ich nicht upgraden. Ist aber auch egal. Ich könnte ihm die Vampirwaffe geben. Aber ich glaube, das ist okay, so wie es ist gerade. Es gibt ganz schön viele unterschiedliche Upgrade-Materialien. Lehrlingsschwert ist süß, aber macht halt echt nichts. Macht auch keinen Unterschied, ob ich das upgrade oder nicht. Ich könnte es verkaufen, aber das ist ein bisschen Geld. Naja, okay. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Young Souls. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jergo. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann klickt auf den Liken und den Abonnieren-Button. Das hilft mit meinem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.